Heute sprechen wir über eine der weltweit bekanntesten Kathedralen des Fußballs, meine Freunde, das Stadion Giuseppe Meazza von Inter und AC Mailand. Das Giuseppe Meazza Stadion hieß bis 1980 Stadio San Siro, benannt nach dem gleichnamigen Mailänder Stadtteil. Auch heute wird es nicht nur im italienischen Volksmund noch San Siro genannt, sondern auch hier bei uns in Deutschland oder auch in anderen Teilen der Welt. Giuseppe Meazza war übrigens ein ehemaliger Mailänder Fußballspieler und Trainer, der 1979 verstorben ist. 1980 wurde das San Siro dann ihm zu Ehren umbenannt. Er ist bis heute eine der erfolgreichsten und populärsten Figuren des italienischen Fußballs und mit 284 Treffern der Rekordtorschütze von Inter Mailand. Darüber hinaus hat das San Siro in Italien noch einen weiteren Namen: La Scala del Calcio. Das hört sich nicht nur geil an, sondern hat übersetzt auch eine sehr schöne Bedeutung. Es heißt so viel wie die Oper des Fußballs. Die Spielstätte an sich ist größer als das Olympiastadion in Rom und mit einer Kapazität von 80.018 Plätzen das größte Stadion des Landes. In der Saison 2020-2021 ist die Kapazität aufgrund von Schwankungen der Tribünen aber auf 77.000 reduziert worden. Da aber eh keine Fans ins Stadion dürfen, ist das aber auch völlig egal. Ich gehe da mal kurz ein bisschen weinen. Eröffnet wurde die erste Form des Stadio San Siro schon im Jahr 1926. Das Stadion war Spielort bei den Fußball-Weltmeisterschaften 1934 und auch im Jahr 1990, als die deutsche Nationalmannschaft in Italien Weltmeister wurde. Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 1980 war das San Siro fester Bestandteil des Turniers. Auch diesen Wettbewerb gewann die deutsche Mannschaft, Italien war also in der Vergangenheit immer ein gutes Pflaster für die deutsche Auswahl. Zudem fanden im San Siro mehrere Endspiele im Europapokal der Landesmeister bzw. der UEFA Champions League statt. 2001 gewann der FC Bayern hier mit 5:4 nach Elfmeterschießen den größten Titel im europäischen Vereinsfußball gegen den FC Valencia. Denied by Kahn. And Bayern Munich are champions of Europe. 2016 durfte dann auch Real Madrid im San Siro den begehrten Pokal in die Luft stemmen, nachdem die Königlichen den Stadtrivalen Atletico ebenfalls im Elfmeterschießen im San Siro bezwangen. Die Oper des Fußballs hat also schon so einige geschichtsträchtige Partien miterlebt. Seit der Eröffnung am 19. September 1926 wird hier auch das bekannte Stadtderby della Madonnina zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand ausgetragen. Bei der Eröffnung des Stadions stand mit rund 10.000 Plätzen damals nur ein Bruchteil der heutigen Kapazität bereit. 1939 brachte ein Ausbau und Renovierung die Kapazität dann aber schon auf 55.000 Zuschauer voran. Mitte der 50er Jahre bot das San Siro dann sogar rund 100.000 Plätze. Sein heutiges Aussehen erhielt das Stadion anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990, als die Spielstätte um einen dritten Rang erweitert wurde. Dieser wird von 11 Türmen gehalten, von denen 4 deutlich sichtbar ins Stadioninnere ragen. Diese Türme tragen auch das Stahlgerüst des Glasdaches. In diesen 4 Türmen sind auch die Aufgänge zu den einzelnen Rängen untergebracht. Sie sind also alles andere als Dekoration, sondern mit untergebrachten Imbissbuden und Toiletten ein wichtiger Teil der Stadioninfrastruktur. Diese Stadioninfrastruktur wird aber nicht mehr allzu lange wichtig sein, weil das San Siro abgerissen werden wird. Die Stadt stellte 2018 Renovierungspläne über ein Volumen von 15 Millionen Euro vor, aber die beiden Mailänder Vorzeigeklubs haben sich für den Bau eines neuen Stadions ausgesprochen. Das Nuovo Stadio Milano wird direkt neben das jetzige San Siro gebaut. Die Inbetriebnahme des neuen Stadions ist für die Saison 2022-23 geplant. Sobald die beiden Vereine ins neue Nuova Stadio umgezogen sind, soll mit dem Abriss des San Siro begonnen werden.
Der Bürgermeister Mailands hingegen hat sich für eine Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2026 im San Siro ausgesprochen. Das würde aber nur klappen, wenn der Abriss verschoben wird. Wir dürfen gespannt sein, welche Variante es am Ende sein wird. In Italien gibt es auch eine Petition dafür, dass das Stadion nicht abgerissen werden soll. Die Kosten des Neubaus belaufen sich auf ungefähr 600 Millionen Euro und das neue Stadion soll knapp 60.000 Zuschauern Platz bieten. Damit der neue Fußballtempel nicht so weit aufragt wie das jetzige San Siro-Stadion, soll die Spielfläche und der untere Zuschauerrang in den Boden eingelassen werden. Dieselbe Technik wird zum Beispiel auch im SoFi Stadium genutzt, dem teuersten Stadion der Welt. Den beiden Vereinen ging es beim Stadionneubau natürlich vor allem um finanzielle Aspekte. Durch ein vereinseigenes Stadion rechnen sich die beiden Vereine bessere Chancen gegen den Serienmeister Juventus Turin sowie im internationalen Vergleich aus. Neben dem eigentlichen Stadion soll auch das gesamte Viertel mit Sport-, Unterhaltungs- und Shoppingangeboten gefüllt werden, damit der Bereich rund um das Stadion zu einer 365-Tage-Destination innerhalb der Stadt wird. Man möchte also nicht nur ein neues Stadion bauen, sondern das gesamte Viertel aufwerten. Dadurch sollen rund 3.500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Baukosten erhöhen sich dadurch aber auch von ungefähr 600 Millionen nur für das Stadion auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Wir alle wissen ja, dass Bauprojekte in der Regel sehr gerne noch teurer werden. Die Vereine werden zumindest die Kosten des Stadionneubaus selbst tragen, fordern dafür aber ein Nutzungsrecht des Geländes für die nächsten 90 Jahre ein. Das war's erstmal soweit zum Giuseppe Meazza Stadion und zum neuen Nuovo Stadio Milano, Leute. Wir sehen oder hören uns dann nächsten Samstag hier wieder bei Stadion Turi. Haut rein, ciao.